Willkommen zurück zu Hollow Knight beim letzten Mal. Sie haben wir uns irgendwie ganz hier weit unten verirrt, was natürlich nicht so geil war. Und wir sind schon einmal gestorben. Mal wieder. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir hier hin müssen. Ach, da unten hin. Ich glaube, ich habe so eine Idee. Was passiert ist? Weil ist ja jetzt schon wieder eine Woche her, ne? Also hundertprozentig weiß ich nicht mehr alles, deswegen müssen wir. Shit. Das ist natürlich jetzt. Leicht nach hinten losgegangen. Immerhin sind wir auf der anderen Seite jetzt angekommen. Das ist schon mal was Gutes. Jetzt muss ich halt, wie gesagt, gucken, wo ich hinkomme. Außerdem kann ich ja einmal runter und einmal links lang. Jetzt weiß ich nicht, welche Strecke besser war. Das ist. Alles klar, ich gehe nach links. Da habe ich, denke ich, mal meine Ruhe. So, gleich nochmal hochheilen. Okay, hier geht's nur nicht so lang. Muss ich wahrscheinlich von der anderen Seite einreisen. Dann werden wir doch hier runter müssen. Bleibt uns ja nicht viel übrig. Gut, sorry, dass es hier momentan nicht so einen wirklichen Sound gibt, aber halt so weit unter der Erde ist ein bisschen schwierig, würde ich annehmen, dass da überhaupt ein Sound kommt. Deswegen, ja, müssen wir halt uns. Ach, du schon wieder. Boah, war das knapp. Das war gerade richtig knapp. Teilweise habe ich so gedacht, ja, das Ding trifft uns gleich. Ich geht mir nicht in den Schädel, wie ich das teilweise hier vergessen konnte. Weil manchmal ist er doch ein bisschen ärgerlich hier mit dieser ganzen Pampe und so und den Stacheln. Von oben, ja genau. So, nice. Wie geht denn das, dass das Ding dort oben kaputt gemacht werden kann? Nice, ohne einen Treffer, jawohl. So, jetzt haben wir überlebt. Aber wir sind, glaube ich, hier links irgendwo nicht mehr so wirklich weitergekommen. Deswegen waren wir beim letzten Mal auch ganz schön, ja, tot gewesen. Ich glaube, das war die Stelle. Oh, leckt mich fett. Warte mal, hier geht's runter. Oh, shit. Ich gehe nochmal nach oben. Sorry. Aber das wird. Aua. Oh Mann. Nein. Ja. Sorry, ich habe es gerade versucht, aber es wollte mir jetzt einfach nicht gelingen. Dann müssen wir halt uns doch noch mal ein wenig. Ich kann das abbrechen. Gut zu wissen. Dann sollte ich mir das vielleicht beim nächsten Mal
vormerken, damit ich da nicht grundlos in irgendwelche Fallen oder halt Stacheln, boah, mich dort wiedersehe. Oh Mist, komm schon. Ich würde gerade sagen, jetzt geh doch kaputt. Ich muss zusehen, dass ich da mein Geo wieder kriege und nicht vorher jetzt wieder... Ah, stopp, so. Dass ich da nicht irgendwie wieder sterbe. Weil das wäre jetzt wirklich richtig ärgerlich, weil das sind ja gleich mal 3000 Geo oder was das da war. Und das muss ja nicht sein, dass wir die verlieren. Nice. Ich bin ja schon halbwegs froh, dass das hier immer wieder spawnt. Dann muss man das... Oha. Halt so machen, dass wir hier uns immer ein bisschen mal heilen. Boah! Halt, heilen. Bleibt uns halt gerade nichts anderes übrig, weil das Ding ist momentan wirklich der Knackpunkt gewesen. So. Und hier noch das Geo einsammeln. Ey, der muss echt aufpassen, dass sie hier nicht gehen. Gegen die ganzen Typen. Also gegen die Stachel irgendwie dich Abflug machst. Ich weiß, mein Deutsch war gerade nicht gerade das Geilste, aber das ist halt die Konzentration, ne? Die gerade hier ein bisschen nachgelassen hat. So, da müssten wir ja eigentlich fast jetzt irgendwo... Oh. Ich wollte gerade sagen, da muss man doch eigentlich jetzt irgendwo fast ankommen, wo wir den Weg nach oben aufmachen können. Was mich aber mehr interessiert, was das jetzt war. Wo haben wir es denn? Da. Infizierte Ballon. Eine einzige Infektionszelle hat einen einfachen Verstand und das Gas in seinem Inneren erlaubt es ihm zu schweben. Ja, GG, noch mehr so eine kleine Nervensägen. Aber gut, es geht. Bei zwei Schlägen ist das noch... kann ich das verkraften? Das wird auch hier wieder immer dunkler. Das würde ja eigentlich bedeuten, dass wir irgendwann... Okay, da geht's runter. Dass wir irgendwann doch mal so ein Leuchtedings kriegen. Also, dass wir leuchten in dunklen Räumen. Ah, hier haben wir es. Weg damit. Endlich. Puh. Okay. Hallo? Oh. Oh! Oh, shit. Du bist aber ganz schön
Angriffslustig. Was kommt nun? Gar nicht gut. Dazu muss ich jetzt sagen, das habe ich nicht gesehen. Wirklich, also ich habe gedacht, ja, gehst einfach mal weiter. Nee, aber als das Ding dann nach oben kam, schon zu mir, da habe ich es dann schon gesehen, aber ich wusste jetzt, na, das ist natürlich, ärgerlich. Schweine, habe ich im richtigen Moment gestoppt. Mann, Mann, Mann. Oh, dann gehen wir weiter. So. Ich habe mich nämlich schon gewundert, wie man diese Ader oder was das ist bekommen soll. Aber gut zu wissen, dass das natürlich so geht. So, strengen wir uns jetzt nochmal an. Irgendwie. So, dass natürlich klappt. Und wir brauchen natürlich auch immer unser G. Das Ding in der Luft angreift, ist natürlich krass. So kann ich noch wenigstens eine Menge Schaden. Anrichten. Oh. Ich wollte gerade angreifen. Oh, jetzt muss ich mich echt meilen. Alter, mitten reingesprungen, ernsthaft? Ja, jetzt komm hier. Jetzt bin ich voll rein. Oh. Nein! Leck mich fett, war das knapp. Errungenschaft freischalten, Erlösung. Oh mein Gott, war das knapp. Ey, heftig. Mal hier lang, weil es ging noch immer da nach unten. Ich würde mir halt gerne anschauen. Ah, alles klar, ich komme da nicht durch, deswegen. Gut, dann müssen wir halt wohl oder übel in die Richtung. Pff, Mann, Mann, Mann. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so extrem ausartet mit dieser Hülle. Ich habe ein bisschen weniger erhofft, wie bei diesem Dunkverteidiger. Aber das war jetzt doch ein bisschen interessanter, der Kampf. Bin ich überhaupt hier? Ah. Oh.
Ah, ist das das, was ich vermute? Was ist es? Monarchenflügel. Drücke. Nee, das ist was ganz anderes. Das ist ja geil. Während du in der Luft bist, um mit den Flügeln zu schlagen. Während du. Was? Drücke A. Während du in der Luft bist, um mit den Flügeln zu schlagen. Nutze die ätherischen Flügel, um über Feinden hinweg zu gleiten und neue Wege zu entdecken. Ja, GG. Läuft. Dann müssen wir ja hier oben irgendwo hin, ne? Aha. Das ist ja schön. Das fetzt. Das fetzt! Doppelsprung. Der ist, der könnte manchmal echt nützlich sein hier. In einigen Situationen. Da ist das natürlich richtig gut, dass wir den haben. Du kommst jetzt aber nicht nochmal hier an, oder? Nee. Gott sei Dank. So, ich bin jetzt schon am Überlegen, ob ich einfach mal runtergehe. Oder. Doch, ich gehe runter, weil ich will wissen, was jetzt da unten ist. Denn. Wann was? Hier war es, glaube ich, nicht, oder? War das hier? Oder war es noch eins runter? Ich weiß es wie gerade nicht, deswegen schaue ich mich nochmal eben fix um hier. Von da sind wir gekommen. In die Richtung würde es nach dort gehen. Okay, nee, wir gehen mal runter. Stimmt, hier war das. So, jetzt müssen wir mal kurz. Ah. So, jetzt müssen wir nämlich kurz mal gucken. Denn hier unten. Ah, du schon wieder. Ah, ja, genau. Boah, knapp. Hui. Doch, knapper geht's nicht. Denn irgendwo hier war das doch. Das war doch nicht hier. Wo ist denn das jetzt hin? Da ging es doch so strikt nach unten. Und das sah aus, als wäre da ein Monster oder irgendwas. Wo war denn das jetzt? Ihr habt das doch auch gesehen, ne? Sorry für die. Für die lauten Knopfdrücke gerade, aber mir bleibt halt nichts anderes übrig momentan. Ah, nice. Jetzt hat es funktioniert. So. War das hier? Ja, hier war das. Was bist du? Ich habe mich jetzt echt erschrocken. Kannst du da rein oder kannst du da nicht rein? Ein einfacher Schlüssel. Einfacher Schlüssel. Billig hergestellt mit einer typischen Form. Kann genutzt werden, um verschiedene einfache Schlösser zu öffnen. Ist zerbrechlich und geht nach einer Benutzung kaputt. Oh, wenn so ein fetter Wurm da unten ist, ey, da kriegst du echt Angst. Gut, dann können wir ja wieder den Weg erstmal zurückgehen, den wir hier gekommen sind, weil, ja, viel weiter geht's noch nicht so hin, außer dort geht's noch nach oben, wo wir jetzt natürlich hinkommen werden. Aber da müssen wir erstmal schauen, ob wir auch noch einen Weg zurückfinden. Irgendwie, hoffe ich zumindest, aber ich denke mal, das dürfte funktionieren. So. Dich hatte ich doch schon besiegt. Was soll das denn?
So, hier geht's nach oben. Jawohl. Das ist natürlich sehr schön, wenn es so einen Doppelsprung gibt. Das fetzt. Oh mein Gott. Das nenne ich eine fette Ader. GG. Läuft. Aber wo geht's denn hier bitte hin, dass das... Dass das Spiel mir sagt, jawohl, da musst du hin. Ui, das funktioniert also auch. Du kannst dashen und dann gleich noch hüpfen. Ach du Kacke. Oh. Ach, hier ist ein Raupi versteckt worden. Freut mich, dass es dir gut geht. Hui, knapp. So, dann war das das, was hier oben war. Und ansonsten, können wir jetzt den ganzen Weg erstmal wieder zurückgehen, weil mir auch nichts Besseres einfällt, was es hier jetzt noch geben könnte. Und Abflug. Und Stopp. So, an der Bank speichern. Karte aktualisiert. Jawohl, das sieht schön aus. Jetzt könnten wir da unten links noch rein, unten rechts noch rein und nach unten geht's auch noch. Ich würde aber sagen, wir machen erstmal jetzt hier an dieser Stelle Schluss. Zeit ist nämlich jetzt schon wieder fast rum. Wie gesagt, sorry für den Sound, dass hier keiner kommt, aber was wollen wir machen? So tief unter der Erde, ne? Gibt's halt sowas nicht. Da gibt's kein fröhliches Rumgetanze und... Na gut, dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal zu Hollow Knight wieder.